Konnichiwa minasan, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute möchte ich mit dem Fahrrad ans Meer fahren. Kein Sandstrand oder so, den gibt es hier in der Nähe leider nicht, beziehungsweise ist auch nicht in der Nähe, sondern ich muss schon ein bisschen fahren. Aber ich habe euch gesagt, mit dem Fahrrad wollen wir auch mal sowas machen und das möchte ich heute in Angriff nehmen. Wir schauen, was wir alles auf dem Weg entdecken werden und dann würde ich sagen, geht's auch direkt los. Let's go! Ich bin jetzt am ersten Stop angekommen und zwar dem Schloss Osaka. Das seht ihr da im Hintergrund. Bin jetzt schon eine ganze Menge gefahren, irgendwie eine Stunde ungefähr. Also ist schon richtig weit. Wir haben noch die Hälfte vor uns, sage ich mal. Müssen nochmal ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr fahren. Ist auf jeden Fall sehr schöne Aussicht hier. Der Park ist leer, Touristen sind eigentlich so gut wie kaum vorhanden, weil man halt eben noch nicht nach Japan darf. Und wunderschönes Wetter auch, es ist sehr angenehm jetzt zu der Jahreszeit, haben jetzt Mitte September, haben zwar noch 28, 30 Grad, aber im Vergleich zu den 35, die wir vorher hatten, ist das einfach so angenehm. Genau, und ich mache mich jetzt gleich weiter auf den Weg. Ich muss noch einen Automaten finden, ich brauche was zu trinken, ich bin schon voll kaputt, habe nichts mitgenommen. Aber ja, das hier ist Schloss Osaka, denke ich, ganz schöner Stopp und dann machen wir uns jetzt weiter auf den Weg zum Meer. Falls ihr euch im Übrigen für das Schloss interessiert, reingehen kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Ich war immer da drin, aber es ist halt alles nachgebaut, es ist nicht original und so. Also reingehen würde ich nicht empfehlen, hier der Park, aber wunderschön, da haben sie jetzt auch irgendeine Lichtinstallation, die wohl abends ist. Keine Ahnung, ob da überhaupt jemand hingeht. Ansonsten den Park und alles hier drumherum kann ich euch sehr empfehlen, aber ins Schloss rein würde ich nicht wirklich. Falls ihr ein bisschen mehr sehen wollt, ich habe einige Vlogs auch schon gemacht, auch ein bisschen was geschichtlich zum Schloss erzählt, also schaut da gerne mal vorbei und ich mache mich jetzt auf den Weg. Kondition im Übrigen ist sehr gut. Ich habe ja die letzten Wochen trainiert, um auch mal weitere Strecken fahren zu können und da bin ich jetzt topfit. Also auf geht es! Ich habe einen Automaten gefunden. Wir sind nur noch wenige Meter vom Meer entfernt. Erwartet nicht zu viel, ne? Es ist halt nur so Küste. Aber hier, gute Automaten. Ich würde sagen, da gehe ich mir jetzt erstmal was Schönes zu trinken holen. Die Beine sind mittlerweile schon ein bisschen platter. Es ist einfach mega anstrengend. Also nicht das Fahren an sich, sondern immer muss man fahren, dann stoppt man wieder, weil es gibt so viele Ampeln hier. Und das ist halt relativ ätzend. Deswegen dauert es auch ewig, bis man irgendwann mal hier ist oder durch die Innenstadt kommt. Wir sind ja komplett durch die Innenstadt gefahren, weil einfach so viele große Straßen da sind, so viele Ampeln und fast an jeder Ampel musst du irgendwie deine 2, 3, 4, manchmal 5 Minuten warten. Aber nun gut, ich würde sagen, ich hole mir erstmal was zu trinken und ich zeige euch mal, wie das mit dem Automaten hier geht. Hier sehen Sie jetzt den Automaten. Wir werden natürlich jetzt den 1000-Yen-Schein da reinmachen. Hab nur einen 1000-Yen-Schein und jetzt holen wir uns den guten Mugicha. Ja, Yasashi Mugicha, das ist der Beste. Dann kommt er da unten raus und nicht vergessen, Rückgeld mitzunehmen. Ansonsten, ja, hat man ein paar Yen verloren. So, jetzt erstmal trinken. Es gibt einfach nichts Besseres als so einen richtig guten Mugicha nach getaner Arbeit, beziehungsweise ich bin ja noch dabei, aber auf geht's. So gut. Was ist euer Lieblingsgetränk vom Automaten? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt würde ich sagen, machen wir uns aber auf zum Meer.
Hintergrund seht ihr ein bisschen mehr. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr sehen, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr. Aber es ist einfach hier irgendwie so Hafengegend. Und man kommt super, super schwer ans Wasser, weil überall, wenn du dich dem Wasser nähern kannst, ist entweder eine riesige Mauer mit was weiß ich wie vielen Fabriken und dann steht drauf, nee, da darfst du nicht rein, nur für Leute, die da eben zugehörig sind. Also irgendwie kommt man da nicht so richtig ran, dabei ist es doch da. Und hier unten kann man jetzt aber wohl langfahren, das werden wir jetzt auch machen. Im Hintergrund sehen wir ein Riesenrad, da werden wir gleich auch noch hingehen, denn da gibt es das Aquarium in Osaka und da war der ein oder andere von euch schon mal, wahrscheinlich, also haben mir schon mal einige geschrieben. Ey, es ist eine interessante Radtour, weil ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und ich verfahre mich dauernd. Ich verfahre mich einfach jede Minute, fahre ich irgendwo rein, 5 Minuten lang, ist da einfach eine Sackgasse, stand vorher nichts drauf, kein einziges Schild. Die Leute, die mir entgegenkommen, gucken mich an, so als wenn ich aus einer anderen Welt wäre. Verstehe ich dann auch warum, weil ich denke, was fährt so ein Ausländer hier im Fabrikgebäude, im Gebiet irgendwie in eine Sackgasse rein? Na gut, wir gucken jetzt, dass wir irgendwie ans Meer kommen, das muss ja möglich sein. Leute, wir haben es endlich geschafft. Schaut es euch an, da ist das Meer. Ja, so sieht es aus. Es riecht ziemlich stark nach Fisch hier und wirklich auch nach Meer. Also man riecht es, man sieht hier die Fische, die Schiffe meine ich. Ich kann nicht mehr reden, ich bin jetzt 3 Stunden unterwegs hierhin. Wie gesagt, es war ein bisschen komplizierter, als ich mir vorgestellt habe, aber wir sind angekommen. Da ist das Meer, da wollte ich mit euch mal hin, mit dem Fahrrad habe ich gesagt. Ich habe es versprochen, ich habe es gehalten. Hier sind wir, hier ist das Meer und wenn hier ein Taifun oder so reinkommt, dann ist auch ziemlich heftig. Man muss aber auch sagen, was interessant ist hier an diesem Hafengebiet oder generell so der Küste von Osaka, viele Gebiete hier sind auch künstliche Inseln, also sind so auf Müll oder was auch immer die da verwendet haben, um das zu bauen. Die sind halt künstlich erschaffen, um den Raum so ein bisschen zu erweitern. Hier hat man dann viel so Hafengeschichten, ne, Schiffe und Firmen, die irgendwas exportieren, importieren, aber auch eine Menge an Wohnblöcken und Wohnhäusern, wo halt Leute dann auch normal leben. Ist natürlich nicht ganz so praktisch hier, gibt zwar eine Bahnverbindung rein in die Stadt, die relativ schnell ist, aber so perfekt praktisch ist es natürlich nicht. Aber natürlich, die Aussicht ist sehr schön. Ne? Hier hinten, da sehen wir auch eine Menge an diesen Wohnblöcken und es ist auch eine ganze Menge an Bürokratie hier. Also das Ausländeramt zum Beispiel, das ist auch hier in der Nähe und es gibt hier Müllverbrennungsanlage, haben sie auch hier in die Nähe ausgelagert. Also es ist halt viel neu hier, relativ neu, die ganzen Gebäude und so. Es ist noch nicht so alt. Hier im Hintergrund haben wir noch das Aquarium, Osaka Kaiyukan heißt, es auf Japanisch. Das haben wir hier auch noch. Das Riesenrad, das sehen wir da ein bisschen. Da würde ich euch nicht empfehlen mit eurem Mann oder Frau oder Couple, wenn ihr einen Freund, Freundin habt, denn da besagt so eine Legende, wenn man als Couple das irgendwie fährt, dann wird man sich trennen. Irgendwie sowas war da, hat Mayu mir, glaube ich, mal erzählt und deswegen waren wir da nie drauf. Ich wollte da immer mal drauf und Mayu gesagt, komm, lass mal drauf gehen. Ah, lass mal lieber nicht drauf gehen. Ich meine, wir sind noch zusammen, wir sind verheiratet mittlerweile, also war gut vielleicht, dass wir nicht drauf waren. Ich weiß es nicht. Aber sehr, sehr schön hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mal was ganz anderes. Und der Flughafen, der Kix, also Kix International, der ist auch auf so einer künstlichen Insel erbaut. Und da kann ich euch noch sagen, das weiß ich, der sinkt jedes Jahr um ein paar Zentimeter oder Millimeter ab. Und da haben die Flughafenbetreiber auch ja, das Problem, dass sie nicht so richtig wissen, was sollen wir machen. Denn irgendwann wird der Flughafen wahrscheinlich ganz absicken in was weiß ich wie vielen Jahren. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das haben die, glaube ich, in Nagoya haben die das auch so gemacht. Da haben sie es aber besser gelöst. Da sinkt das Ding nicht ab. Also ja, in Kansai, manchmal machen die Leute auch Fehler, dann sinkt halt mal der Flughafen ab. Stand ja auch schon mal komplett unter Wasser nach einem Taifun. Ja, aber das hier ist es. Da hinten seht ihr vielleicht auch einen Turm, der sieht so ein bisschen magisch aus. Das ist die Müllverbrennung, soweit ich weiß. Genau, die Berge natürlich im Hintergrund. Wir hören ein bisschen Musik. Eben konnte man auch die Universal Studios ein bisschen sehen. Ich habe das vom Fahrrad aus gesehen, wie die Achterbahn gefahren sind. Aber ich bin leider nicht näher rangekommen, weil da halt überall kein Zutritt erlaubt ist und die ganzen Firmen da waren von dem Ort, wo man das hätte aussehen können. Das ist natürlich ein bisschen schade gewesen. Also wesentlich komplizierter, als man sich so denkt, mal hier ans Meer zu kommen. Da hinten so eine Art Piratenschiff. Aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Die 3 Stunden haben sich gelohnt, finde ich.
Es war einfach super mit dem Fahrrad hier. Ich bin super viele neue Wege gefahren. Wir sind durch die Innenstadt gefahren. Habt ihr das auch mal ein bisschen gesehen, wie das mit dem Fahrrad aussieht? Und jetzt hier, das ist auch ja, sehr interessant als Tourist. Also klar, zum Aquarium kommt man ganz gut, weil hier gibt es einen direkten Bahnhof. Und dann könnte man noch, ich habe das mal in Nishinomiya gemacht. Da, wo ich während des Auslands gelebt habe, während des Auslandsjahres gelebt habe. Da gibt es auch so eine Struktur hier, ne, mit so vielen künstlichen Geschichten. Und da bin ich zu Fuß dann einfach die Brücken überquert und oh mein Gott, das war auch ein Abenteuer, weil es ist mega unpraktisch. Es gibt zwar Busse dann auf diesen kleinen Inseln da irgendwie, aber der kommt, wenn du Glück hast, einmal eine Stunde oder so und eine Bahn gibt es auch nicht richtig. Also da muss man dann schon gucken, dass man irgendwie gut wieder zurückkommt. Aber ja, einfach wunderschön. Der Geruch ist super, so viel Meer. Ja. Da merkt man, Japan ist halt eine Insel, so viel wunderbares Meer. Und das hier müsste im Übrigen auch das Meer sein, was man manchmal auf Twitter schimmern sieht, wenn ich oben auf dem Berg bin. Ich laufe ja immer auf den Berg und bei gutem Wetter sieht man die Reflexion von der Sonne auf dem Meer. Und das müsste hier genau der Abschnitt sein. Also jetzt bin ich mal da, was ich sonst immer nur von oben sehe. Den Berg kann ich aber leider natürlich nicht sehen. Der ist versperrt von den Gebäuden hier. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt dann auch schon wieder auf den Weg nach Hause. Das sollte einfach mal so ein kleiner Fahrrad-Vlog sein. Ich wollte euch hier das zeigen, ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie das ist. Also das hier Kaiyukang, das Aquarium soll auch sehr empfehlenswert sein. Ich persönlich war da noch nicht drin, weil ich bin echt nicht so der Aquariumstyp. Aber die Japaner verwenden das auch gerne als Date-Spot. Also wenn man eine Freundin hat, einen Freund oder so und man geht auf ein Date, dann gehen die oft ins Aquarium. Fragt mich nicht warum, aber ich habe eben auch total viele Couples gesehen, die da reingegangen sind. Und ein Bruder von Mai hat sogar eine Jahreskarte sich geholt für das Aquarium. Vielleicht geht er so oft daten, ich weiß es auch nicht. Aber ja, es scheint sich zu lohnen. Also jeder, mit dem ich gesprochen habe, der bisher da war, der hat gesagt, ja, das lohnt sich, da kann man auf jeden Fall reingehen. Deswegen, falls ihr mal in Osaka seid, schaut da gerne mal vorbei. Genießt die Aussicht hier ein bisschen. Ja, ein bisschen Hafen und so. Richtig schön, die Wolken mit den Bergen. Das ist auch was ich sehr liebe. Ich rede die ganze Zeit, es tut mir leid, aber ich bin einfach glücklich, dass ich angekommen bin. Da hinten fährt einer mit dem Jetski. Ich glaube, den kann man nicht sehen. Aber dass man von überall die Berge so ganz weit in der Ferne sieht, das finde ich einfach irgendwie magisch. Und ich stelle mir dann immer vor, wie das früher gewesen sein muss, als es noch nicht so hohe Gebäude gab. Die Leute mit den Pferden und die Soldaten zu Fuß und die Samurai und alle, wie die da rumgelaufen sind und gesagt, oh, da hinten ist der Berg, den müssen wir überqueren. Auf geht's, Jungs, jetzt keine Müdigkeit vortäuschen hier. Ja, wer weiß, wie das früher war. Ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht da, aber so stelle ich mir das zumindest manchmal vor. Nun gut, liebe Leute, ich werde die Heimreise jetzt antreten. Wenn ich noch was Interessantes finde, werde ich euch das natürlich auch zeigen. Ansonsten ist die GoPro auch schon am Limit. Ich brauche eine zusätzliche Speicherkarte, würde ich sagen. Seitdem ich jetzt Fahrrad fahre, sind halt die 2 Stunden, die aufnehmen kann mit der Speicherkarte, direkt mehr oder weniger voll. Ne? Weil ich immer relativ viel Fahrrad auch aufnehme, damit wir uns das in den Livestreams anschauen können. Und da muss ich mal eine zusätzliche Speicherkarte besorgen. Aber das war es soweit. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fahrrad-Vlog in die Kommentare. Wart ihr schon mal hier im Aquarium? Habt ihr diese Aussicht schon mal gesehen? Habt ihr schon mal ein Foto gemacht mit der Meerjungfrau, die hier ist? Die soll, habe ich eben gelesen, die soll an das Märchen von Hans Christian Andersen erinnern, mit der Meerjungfrau da irgendwie. Stand da zumindest. Also Hans Christian Andersen hat es bis nach Japan geschafft, nach Osaka. Vors Aquarium mit seiner Geschichte. Also schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare, ob ihr schon mal hier wart, was ihr so erlebt habt. Und yo, ich werde jetzt die Heimreise antreten. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Spannendes finden. Ansonsten war es das auch schon wieder von diesem Vlog. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr mich auf diesem Kanal immer begleitet. Und ja, dass ihr immer dabei seid. Wirklich, ich bin euch sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich auch. Und ich bin einfach glücklich, dass wir sowas hier zusammen machen können, dass ich euch ein bisschen Japan zeigen kann, Gesellschaft, Kultur, was eben so ist. Und ich werde in Zukunft auch weiter natürlich daran arbeiten, das weiterhin zu machen und ja, euch neue Dinge zu zeigen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch eine Menge Links, über die wir mich unterstützen können. Unter anderem durch eine direkte Spende, Online-Kurse, falls ihr Hiragana, Katakana, Kanji oder auch was über die Gesellschaft Japans lernen wollt. Schaut da gerne rein. Rabattlinks in der Videobeschreibung. Und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr. Aber ich bekomme noch eine kleine Provision und so könnt ihr mich natürlich auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zusehen. Oh, und Kanalmitglied nicht vergessen. Ne? Werdet Mitglied auf dem Kanal. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.